Und herzlich willkommen zurück zu dem Projekt des Lebens. Mein Test for Life. Biatch. Kommt mir gerade schon wieder hier dieses Meme in den Sinn. Schokodrink für immer. So. Okay. Dann machen wir jetzt noch was. Ich meine, die Sonne ist am Untergehen. Wir können noch mal das Feld ein bisschen bestellen. Aber viel mehr bringt es halt auch nicht wirklich. Ach komm, wir nehmen das Ding einfach mal mit hier. Hier draußen bringt es uns eh nichts. Das nehmen wir im Haus als Wasserspender. Das heißt, das Ding stellen wir irgendwo hin. Da zum Beispiel. So. Haben wir immer schon Wasser. Sonne geht jetzt auch runter. Sehr gut. Können wir hier bald Feierabend machen. So, räumen wir hier noch schnell auf und dann das kommt da. Nee, doch. Ich lasse es mal lieber hier. Du kommst da rein. 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 Nächstes haben wir hier ein Ender. Eine Enderperle und ein Ender A. A. Hä, hast du nicht ein Enderauge? Oder verwechselt jetzt gerade mit einem anderen Let's Play? Oder mit meinem privaten Spiel? Ich hätte doch mal eine Perle gehabt. Seltsam. Ja klar, das war, als ich privat gespielt habe, und zwar mit einer sehr, sehr alten Mindclone-Version. Okay, dann habe ich das da mit Let's Play also dann doch eher weniger zu tun. Na gut. Kann ja mal passieren. So. Das ganze Quadrat kommt hier rein. Und dann würde ich mal sagen, okay, hängen wir mal langsam aber sicher ins Bett. Und würde ich mal sagen, gute Nacht. Was? Ich bin direkt neben dem Bett. Oh, okay. Na, denke ich aber Krieg jetzt hier, ne? Trab an, Mädel. Wo bist du denn? Ich sehe nichts. Oh. Zur Information. Ne? Mob Griefing ist aktiviert. Das heißt, wenn es jetzt hier hochgeht, fliegt uns das gesamte Gebäude in die Luft. Und weil es draußen gerade so hell ist, sehe ich auch gerade nichts. Das heißt, ich muss irgendwie hier hinten hinlocken. Ah, geht ja wunderbar. Ah, es geht. Wow, ich kann die Sachen sogar durchs Fenster durch einsammeln. Das ist traurig. Okay. Genug gearbeitet. Ted. Oh, das war eine aufregende Nacht, ey. Gestern Abend erstmal 50 Monster umgebracht. Nur mit meiner blanken Faust und den Fingernägeln, die ich hatte. Betonung auf hatte, jetzt habe ich sie nicht mehr. Verkauft auf eBay. Ja. Die Fingernägel eines Helden sind Milliarden wert. So. Einsam. Na nett. Boah, Alter, ich habe nichts bekommen. Also nichts mehr als. Na, egal. Ja, unsere kleine Aktion mit dem Möhren sammeln und Kartoffeln sammeln, die ging ja einfach mal 1:1 in die Hose. Gut, dann werden wir uns jetzt mal in tierischen Tenten aufmachen. Das ist ein Enderman. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr. Da ist gerade ein Skelett gestorben. Die können ja auch mal einen Bogen droppen, ey. Die droppen mir immer nur Pfeile. Was ist hier los?
Dankeschön. So, dann gehen wir einfach mal in die Richtung da hinten. Vielleicht finden wir da irgendwie so ein Dungeon oder sowas, ne? Oder irgendwie so anderweitig Kisten. So. Genau da ist die. Und da sind wir lang gelaufen. Deswegen, wir sind da lang gelaufen und sind irgendwie in die Richtung gegangen. Aber irgendwie haben wir scheinbar einen ganz, ganz riesigen Bogen gemacht und kommen da vorne wieder raus. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das passiert ist, aber es ist passiert. Ah ja. Kann ja mal geschehen, ne? Ist ja hier. So, hier sieht schon mal nichts, was uns irgendwie weiterhilft in irgendeiner Art und Weise. Da hinten ist Eisregion, also Schneeregion. Der Nordstern. So, hier haben wir Wasser und eine kleine Schlucht, aber mehr halt auch nicht. Oh. Ah. Sieht nicht sehr spannend aus. So, dann bewegen wir uns mal hier an dieser Grenze entlang. Dann haben wir ein bisschen Orientierungsweg quasi. Wir könnten uns auch Schnee mitnehmen. Siehst du? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Geht das? Ich weiß auch gerade nicht, wie das war. Aber. Hallo? Danke. Wie war denn das jetzt? Also erstmal muss ich das so machen. So, und jetzt nehme ich diese beiden Schneedinger, setze nachher dann Eisblock drauf, Quatsch, einen Kürbis drauf. Und dann müsste ich, glaube ich, einen Schneemann haben. Irgendwie so war das. Ich meine, ich weiß ja nicht, was wir mit dem Schneemann machen sollen. Ich meine, ich werde den also erstmal einsperren. Damit es nicht, weil das Problem ist, der Schneemann. Ach, die schmelzen ja auch irgendwann, ne? Die gibt es ja gar nicht ewig. Oder schmelzen die nur, wenn die ins Wasser kommen? Weil ich hatte mal eine Testmap gemacht, habe ich auch mit Schneemann experimentiert, habe den aber leider aus den Augen verloren, weil ich nicht darauf geachtet habe. Und irgendwann waren dann einfach alle weg. Aber die Spuren sind alle im Wasser, also haben alle im Wasser geendet. Kann also durchaus sein, dass wir an sich zwar, ne, sehr lange leben, aber kein Wasser vertragen, was ja auch, ne, ist ja auch logisch, weil Schnee schmilzt halt im Wasser direkt, klar. Vor allen Dingen, was halt noch passiert ist, wie gesagt, dass die halt, wenn die auf einem Gebiet langlaufen, wo kein Schnee ist, dann hinterlassen die eine Schneespur. Und deswegen fangen wir das Ding auch mal ein, damit das Ding nicht unser gesamtes Grünareal da beschneit. So, aber hier ist gar nichts. Kein Dungeon, kein nichts. Niada, niente. Der ist so traurig. Ja, hier kommt jetzt der Dschungel. Ja, Sakrileg. Da ist schon der Dschungel. Der Dschungel, klar. Na, hier Wüste halt. Aha. So, ich würde mal sagen. Dann müssen wir echt mal. Keine Ahnung, wie wir jetzt. Ja, eh, dann müssen wir auf Zombiejagd gehen. Weil ich will unbedingt Karotten und Morim haben. Das ist Fakt. Das ist verfickter Fakt. So, zuallererst gehen wir nach Hause. Guck mal da, wo wir da so am besten so einen Rahmen bauen, ne? Und dann am besten so richtig aus Zäunen. Ja, und dann brauchen wir einen Schneemann. So easy. Okay, Vorschlag zur Güte. Das Ding hier kommt weg. Dann kommt die Erde hier weg. Diese, die oberste Schicht hier. Und das ist dann das ideale Areal, um da einen Schneemann, also Gefängnis zu bauen.
Warum ist hier Schatten? Hier drüber ist doch gar nichts. Hä? Na, egal. So, wir brauchen Holz. Machen wir es ein bisschen aus Dschungelholz, da haben wir am meisten von. Da ist es nicht schade drum, wenn wir es verschwenden dafür. Dschungelholz, 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 Dschungelholz. Lalalala. So, Dschungelholz. So, ach komm. Oh, hallo, was ist hier los? Ach komm, leck mich. So, wie viel brauchen wir ungefähr? Also ich würde es gerne so machen, nur mit, naja, wenigstens 8x8. Das heißt, wir bräuchten Kantenlänge, also jeweils 7, hat also 28. Na klar. Na komm, machen wir 30. Ach so, wir bräuchten ja auch noch einen Eingang. Außerdem muss das Ding ja 2 hoch sein. Damit wir da auch rein können. Das heißt, wir bräuchten 28 mal die Quadratwurzel aus Penis. Also 27, 54 bräuchten wir. 54. Kommt drauf, wie viel Holz. Okay, jetzt überhaupt. Mann, du Fotzenkuh, du Schwanz, du Penis. Der Hund wird schon wieder rein hier. Sag mal, ist der irgendwie auf Koks? Jetzt hast du das falsche Holz. Ey, ich kriege gerade einen Penis. Ach, komm jetzt weg hier. Dschungelholz. Da. Dschungelholz. Da. 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 So, 4 und 5. Also brauche ich jetzt noch 12. Ja, das war schon mal perfekt. So, und jetzt brauche ich noch so ein Gatter. Ach, komm jetzt hier. Oh Mann, ja, so, na, ich fick Penis. Bam und bam. Okay, wir ein Gatter. Genau. Okay. So, jetzt brauchen wir noch einen Kürbis. Dankeschön. Du kommst mal nach da. Du kommst nach da. Du kommst nach da. Der ganze Rest kommt da oben wieder rein. Und dann würde ich mal sagen, Fluss geht's los. So, Tür zu machen. Bevor wir Besuch bekommen. Von nicht ganz so netten Leuten. So, hier haben wir eine wunderschöne Fläche, die wir wunderschön dafür, wie es brauchen können. Oder das heißt, wir machen das Gitter einfach mal hier so hin. Keine Ahnung. Was mache ich da gerade? Genau, hier so hin. So. Das war jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gut, das heißt, der. Ich mach dich hier raus. So, kommst raus. Überall anders kommt jetzt doppelter Zaun hin. Weil, ne, bei Zaun, da können die Dinger halt rausglitschen. Ich meine. Der Bug war, glaube ich, gefixt worden. Mittlerweile hat, also mittlerweile können Tiere nicht mehr über Zäune drüber springen. Aber sicherheitshalber. Ne? Ich meine, selbst Zombies können 2 Blöcke hochspringen. Wer weiß, zu was der Schneemann alles in der Lage ist. Deswegen machen wir es auch so. Und das Gitter machen wir auch hier hoch. Wenn wir es da drunter machen, hier unten machen würden, könnte es ja auch drüber springen. Sieht zwar jetzt ein bisschen komisch aus, aber ganz ehrlich, was soll's. Ob das funktioniert. So, jetzt kommen wir hier im Block, da im Block und. Ja, funktioniert! Fick die Henne!
Eichelnehmer. Aber warum hat er keine Schneespur? Hä, bei mir hat er eine Schneespur gemacht. Naja, wir lassen ihn mal ein bisschen alleine hier. Das ist ja nicht süß. Kann man jetzt irgendwas mit ihm machen? Irgendwie füttern oder sowas? Nee, ne? Wisst ihr was? Ich hole nochmal zwei Schneeblöcke und gebe ihm noch einen Freund an die Hand. Denn alleine eingesperrt zu sein, ist ja komplett, ist ja Folter. Aber zu zweit können wir wenigstens quatschen miteinander. Das heißt, wir brauchen nochmal Schnee. Ach, da ist auch noch ein Enderman. So. Was? Muss man dafür eine Schippe benutzen? Seit wann das denn? Ja, man muss dafür eine Schippe benutzen. Ach, leck mich doch. So. Wo ist die Sonne eigentlich? Oh. Die Sonne ist schon wieder am Untergehen hier. Schnauze. Doink. Na komm. Hoch mit dir, hoch mit dir. Der macht gar keine Schneespur. Wieso denn nicht? Verstehe ich nicht. So. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bam. 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 Schwupps. Da wupps. Und jetzt. Easy. Es hat mich süß. Ich weiß nur nicht, warum wir das keine Schneespur mehr machen. Weil bei meinem Test, wie gesagt, da hatten die eine richtige Schneespur hinterlegt. Überall, wo sie langgelaufen sind, war da so ein Schnee. Also, nicht ein ganzer Schneeblock, sondern so wie als wenn man hier einen so einen Schneeball hin macht. Da haben wir hier so eine kleine Schicht Schnee drauf. Und das war halt überall da, wo die langgelaufen sind. Aber jetzt machen die das irgendwie nicht. Sind die bekloppt oder so? Hallo, mein Süßer. Tja, ich würde ja gerne probieren, ob die Dinger Morium essen, ne? Weil Schneemänner haben ja immer so eine Moriumnase und so als Easter Egg vielleicht, keine Ahnung. Aber wir haben ja keine Morium. Könnt ihr also nicht mal testen gerade. Ach, Herr Minächen. So. Ja, es wird langsam dunkel. Jetzt sollte man nach Hause gehen. Ja, wir haben unser erstes Kakao. Das heißt, wir können Kekse bauen. Kekse machen. War das so? Ja. Boah, 8 Stück kriegen wir. Stimmt, da war ja was. Sehr schön. Das heißt, wir können erstmal schön, ne, als Hauptspeise heute Abend mal ein bisschen was Süßes. Achso, was mache ich denn da? Weg da. Als Hauptspeise mal was Süßes. Ein bisschen Kekse hier. Nom, 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 nom.
So, und dennoch gesund, am Nachtkopfer, so schön Melonenkompott. Easy. Da würde ich mal sagen, ab ins Bett. Das war eine gute Nacht. Bauchklatscher. Sehr schön. Etwas Frühstück essen hier. Oh, jetzt bin ich satt. Schon wieder nur ein Mann. Was ist hier los? Alle hassen mich hier. Das gibt es doch gar nicht. So. Die Frage ist, wie kommen wir möglichst easy an Zombies ran? Ich würde einfach mal in eine Höhle gehen. Die Frage ist nur, welche Höhle ist dafür geeignet, dass wir effektiv gegen Monster kämpfen können, aber andererseits die Monster uns nicht überrennen können. Ich bräuchte also irgendwie so eine flache Höhle, die schön dunkel ist, mit schön verzweigten Gängen. Da hinten waren die Höhlen, hä? Ne? Dann gehe ich mal Richtung Höhlen. Oh, euch muss ich leider alleine lassen. Meine kleinen süßen Schneemänner. Ich schenke euch vielleicht einfach mal ein paar Gurken. Möhren. Boah, das wäre halt einfach. Es wäre halt einfach so geil, wenn es mal so was wie so eine Farming-Mod oder sowas für Minecraft geben würde. Ne? Das wäre unglaublich geil. Einfach so eine richtig fucking Farming-Mod. Andererseits, ich kann es einfach mal probieren, ob es funktionieren würde mit der Farming-Mod. Wobei, nee, kann gar nicht funktionieren. Also, ich müsste sie halt mindestens sehr stark anpassen. Weil, erstes Problem ist schon, die Sachen wachsen nur auf bestimmten Blöcken. Und das hier ist halt nicht Dirt mit Gras ausgefault, sondern halt aus meinem Core. Das heißt, ich muss halt überall die ganzen Definitionen umändern, auf was das Zeug wächst. Ja. Also mindestens das müsste ich machen. Und dann ist halt die Frage, auf welcher API das Ganze aufbaut, ob das auf einer Core-API, also direkt auf einer MyTest-API aufbaut, oder ob das Ganze auf einer MyTest-Game-API aufbaut, weil dann müsste das mit auch noch abändern. So, da ist schon mal mindestens ein Monster. Das heißt, es scheint schon mal monsterkompatibel zu sein hier. Monsterkompatibel, was ein Wort. Ist ein Dungeon. Aber ein Spinnen-Dungeon. Das Geile ist, die Spinnen kommen nicht raus, weil die Spinnen halt zwei breit sind. So, erstmal ein bisschen Licht machen, damit ich die Spinnen überhaupt sehe. Bam. Oh, geil. Goldener Apfel schon wieder nur. Alles so Sachen, die ich nicht brauche. Hä? Warum greift die mich nicht an? Reagiert ihr auch auf das Licht? Das wäre ja mal ultra süß, wenn die auch auf das Licht reagieren würden. Oh, das ist noch eine Kiste. Gib mir die Kiste, gib mir die Kiste. Dankeschön. Mann! Ey, Penis! Was bist du denn? Birkensetzling. Brauchen wir nicht. Oh Mann, Alter. Da haben wir schon mal so scheiß Dungeon gefunden und dann ist da nichts drinne. Ey, ist doch scheiße. Verpisst euch mal hier. Hab keinen Bock mehr auf euch. Ihr seid alle dumm. Oh, Eisen. Gut, wir jetzt kann ich hier wie gesagt Monster anlocken vielleicht, wenn es geht. Ich muss aber immer mal einen Fluchtweg hier freihalten. Ah, das ist schon mal dumm. Hier hinten habe ich jetzt zum Beispiel keinen Fluchtweg mehr. Ja, aber ich komm hier rauf. Dann bist du jetzt weg und dann will ich jetzt hier wieder hochkommen. Das heißt, ihr müsst auch weg. Genau. So, und dann komm ich jetzt hier wieder hoch. Gut, fehlt doch schon mal nach dem. Warum ist da jetzt eine Kuh drinne? Ich schlag dich tot. So. Fackeln. Wobei ich hier alles ausfackeln ist natürlich auch eine dumme Idee. Dann droht er wieder nichts. Und ich will ja, dass sie spawnen. Alter, die machen voll süße Geräusche, die Spinnen. Was ist los mit denen? Klingt da wie so eine Scheiße. Was ist hier los? Wie so eine Maus. Oha, oha. Ach, ist eine Fledermaus.
Oh, süß, hier ist Fledermäuse. Ja, ich habe sie gerade umgebracht. Problem damit? Oha. Gut, ich würde mal sagen, machen wir nächste Folge erstmal weiter. Erstmal machen wir hier Feierabend. Ja, das hier war natürlich ein super Reinfall. Mit den Kisten, das ist natürlich ein Träumchen. The Evil Sister. Es gab eine Platte, die hatte einen extrem geilen Mix drauf, aber ich weiß jetzt nicht mehr, welche das war. Das war, glaube ich, die Vierer, also das hier. Jordach meint es. Wir sind halt auch leider voll, merke ich gerade. Weg mit dir. Warum greifen die mich nicht an? Selbst wenn ich die angreife. Das macht ja mal überhaupt keinen Sinn. Die hat mich zwar gerade angeguckt, aber mir halt auch nicht. Ist so bescheuert, Alter. Die ist doch geisteskrank. Wo ist die Sonne? Die Sonne ist nicht mal in der Mitte. Wisst ihr was? Okay, ich mach mal kurz. Ich nehme mal kurz hier die Kisten raus. So, was lasse ich mal das dafür? Ach, guck mal, die ganzen Blumen, Alter, die braucht eh keine Sau. Dankeschön. Jetzt hier das Gleiche. So, die Schallplatte nehme ich gerne auch noch mit. Perfekt. Lass mich hier. Ich mache Ach ja, wir haben eine Rüstung. Gegen die Fischerei schon eine Eisenrüstung? Ich dachte, man braucht mindestens eine Diamantrüstung, damit die keinen Schaden mehr machen. Oder sind die einfach nur so endlos schwach? Dass die schwächer sind als das normale Monster. Okay, dann müssen wir mal kurz bei Zombies testen, ob die Zombies uns überhaupt Schaden noch machen. Okay. So, die Kiste, meine ich doch. Stellen wir uns erstmal hier so hin. So, hier so rein. Mann. Und jetzt haben wir hier so eine kleine, weil hier werden wir öfters mal sein. Und jetzt kann ich hier so Scheiß reinmachen, den ich hier ne, selten brauche. So als Müllhalde quasi. Sattel nehmen wir mal mit. Ich möchte mal eine Kuh reiten. Oder ein Schwein, je nachdem. Das kann auch hier bleiben. Brauchen wir auch nicht. Überziehen wir gerade schon wieder? Wir überziehen gerade schon wieder, kann das sein? Ja, ist die dritte Folge. Die überziehen wir gerade. Na gut, dann bis dann.